Wiese, trifft Musikexpertise, die sag ich jetzt auch. Herzlich willkommen hier in der Remise. Sie sind für uns da, wir sind für Sie da. Und haben heute, das darf ich Ihnen versprechen, eine Dame und einen Herrn zu Gast, die sich, glaube ich, streiten müssen, wer das größere Herz in seiner Brust schlagen hat. Zwei extremst nette Menschen. Wirklich, ich freue mich total. Bin persönlich voll bereit und frage mich zum wiederholten Male, auf was macht man los? Frau für mich, jetzt hier auf alle Fälle bedenkt mit Kultur, eine Dame, die gerade erst einen Film in die Kinos braucht und wo sie mitspielt, eine italienisch-österreichische Koproduktion, deshalb auch das italienische Titellied Una Donna per me wurde verwendet. Sie ist eine, die kennt man von überall, vom Theater, vom Fernsehen, vom Film und ab heute von Denk mit Kultur. Begrüßen Sie mit mir Gerti Draßler! Tatsächlich, weil das wisst ihr doch immer nicht alle, du bist ja Italienerin. Ja, ja. Stimmt, ja. Nämlich aus dem Südtirol. Ich bin aus Südtirol, ja, aus Eppan. Eppan liegt bei? Beim Kalterer See, den kennt man vielleicht auch vom Wein. Ja. Genau, und von da bin ich, ja. Ja, und heute hier? Heute bin ich da bei Enk, ja. Du, dieser Film, der war 2020, ist ja in die Kinos gekommen, gerade kurz bevor dann keine Kinos mehr offen waren, oder? Genau. Den haben wir vor 2 Jahren getrennt und dann ist er gelaufen. Genau, mit dem Robert. Ja. Der Robert ist ja auch Südtiroler, also hat Südtiroler Wurzeln, der Robert Balfrader aus Gröden. Und wir waren zu zweit mit ganz vielen tollen italienischen Schauspielern, haben wir den Film gedreht. Wirklich bei mir ums Eck. Wahnsinn. Bei mir daheim. Da, in Eppan. Zu Hause hast du drauf. Wirklich, die Mama hat mir die Knädel mittags gekocht und ich und dann getrennt, ja. So. Und der Balfrader hat beim Interview gesagt, er war total aufgeregt, weil er so stolz war, dass er mit dir drehen darf. Du bist wirklich jemand, wo ich das Gefühl habe, jeder freut sich, wenn er mit dir Zeit verbringen darf, oder? Ja, ich freue mich auch. Also es ist ja schön, überhaupt zu arbeiten und mit tollen Kollegen. Und ja, nein, vor allem mich auch voll gefreut, ja. Uns freut es, dass du da bist. Und wir haben einen Gegenstand immer für jeden Gast, der dich möglicherweise gleich auf eine Geschichte bringt, die wir unbedingt von dir hören wollen. Okay, obwohl, jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist ein bisschen über drei Ecken, aber ich okay, jetzt bin ich voll gespannt. Okay, also wir haben so Touren... Schüchen, die bei dir dann bald, glaube ich, gewichen sind, wo dann noch da vorne was drin war, oder? Spitzenschuch, ja. Wahnsinn. Ja, ich habe voll lang. Du hast voll lang auf der Ich habe voll lang Ballett getanzt. Ja, ja. Ich habe 13 Jahre lang bei mir daheim in Neumarkt, also das ist so 20 Kilometer von Eppan entfernt, hatte ich eine ganz tolle Ballettlehrerin, die Renate Kokott. Und bei der habe ich gelernt, ja, und dann 13 Jahre lang wirklich intensiv. Wirklich, ich war auch in Berlin zweimal in der Ballettschule dort, also in der staatlichen Ballettschule, so ein bisschen ins Professionelle eintauchen dürfen.
und haben wirklich viel getanzt. Ja. Ist das nicht eine volle Schinderei eigentlich? Ja, schon. Aber wenn es so einen Spaß macht, ist die Schinderei ja wurscht. Ja, dann ist das ja in Ordnung. Ja. Nein, ich habe das aber gern getan, ich habe das wirklich mit Leidenschaft gemacht. Und eben, was man auch dazu sagen muss, die Frau Kokott hat das so früher erkennt, dass sie halt auch gern spielt. Und sie hat mir früher Rollen gegeben, wo ich halt auch nicht leige, also wo das alles zusammenkommt sozusagen. Wo ja. Nicht nur tanzt wird? Genau, und das war schon schön, ja. Dann hast du gedacht, Moment einmal, wenn ich rede dazu, dann ist irgendwie genau. Nein, ich habe nicht geredet, aber was spielerisch meine ich halt auch, also zum Beispiel, sie hat von Wilhelm Busch eine mit ihr gemacht, die fromme Helene. Mhm. Das ist eine ganz tolle Choreografie, wo die wirklich allerweil besoffener wird im Tanzen. Und das war für mich schon ein Geschenk, schon. Was war ich da, weiß ich nicht, 14 oder so. Und dann habe ich das Tanzen gedacht. Und das kannst du schon nachempfinden mit 14? Naja, ich bin am Galtrasee aufgewachsen. Dann kriegt man schon zum Schlafen gehen mit sieben. Naja, ein Fanat schon früher gekostet schon. Ja. Sagen wir es einmal so. Prost, wir dürfen nicht. Ja, genau. Wir dürfen aus dabei. Nicht so, ja. Ja. Mhm. Wunderschön. Aber dann war doch bald Schauspiel, wo du gesagt hast, das mag ich eigentlich vertieft? Ja, also mein Papi hat ja, also meine Eltern haben Berde gespielt, in Südtirol spielt eigentlich jeder Theater, also nicht leider auf der Bühne, ich weiß nicht, ist mir eben eher ein bisschen so. Nein, aber wir haben wirklich wahnsinnig viele Theatergruppen und mein Papi hat eben in Eppang gespielt, aber auch in Neumarkt und das war seine große Leidenschaft eigentlich und dadurch habe ich allem zugeschaut, also wenn es Dorftheater war und er hat dann ja auch mit mir was wirkliches das Schönste überhaupt war, mit 70 hat er dann, er ist gerade normal in der Bank gearbeitet und hat eben nebenher auch im Theater gespielt und es war deswegen ein großer Teil unserer Familie und mit 70 hat er dann mit mir an der Josefstadt debütiert. Wirklich? Ja. Was hat er da gespielt? Jägerstädter haben wir zusammen gespielt. Wahnsinn. Ja, das war der Wie Wahnsinn. Wie ist es dann, wenn man auf einmal wirklich mit dem Papa da? Ja, das war super schön, weil er ist eben, das ist wirklich seine Leidenschaft und er hat das allem, deshalb mache ich da jetzt auch nie Unterschiede, wenn das einer gern tut und auch alles dafür gibt und das hat er auch mit 70 getan. Er hat sich wirklich eingekaut, er hat gelernt, er hat mit unserer Regisseurin Stephanie Mohr, haben sie wirklich gearbeitet und er hat das so toll gemacht. Das ist schön. Und es war wirklich super, ja. Ja. Das bin ich ewig dankbar, dass ich das erlebt habe. Aber die Mama hat auch immer gespielt. Die Mama hat gespielt in Kaltern, genau, und da so Stücke, die für die Zemzeit ja, also manchmal ein bisschen schwierig waren, aber sie hat sich da auch gut ausleben können, hat sie mir erzählt und das war, sie hat dann aufgehört, wie sie uns gekriegt hat, ja, aber sie ist meine kritischste Zuseherin. Wirklich? Ja. Sagt sie immer, na, was hast du denn da? Ja, also sie ist offen, ehrlich, groß und bei ihr war sie allem, okay, wenn es passt, passt, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Du erzählst wahnsinnig viel in Interviews, wie glücklich du in deiner Kindheit warst, mhm. Also was das für ein Paradies eigentlich ist, in dem du da aufgewachsen bist, mhm. In Südtirol mhm. und mit deiner Familie, wo man ja jetzt da gleich hört, wie dir das Herz aufgeht, wenn du von deinen Eltern mhm. sprichst, mit der ganzen Umgebung. Also ich habe immer dann vor meinem geistigen Auge so eine italienische Version von Kinder von Büllerbü irgendwie so im Kopf gehabt. War das wirklich so? Ja, nein, also es ist einfach voll schön bei uns sowieso. Wirklich, also wenn man, das ist einfach schön und die haben wirklich, ich bin viel draußen gewesen, ich habe viel draußen gespielt, also ich kenne die Kinder von Bullerbü jetzt gut, weil ich mit meinen Kindern selber lese und es ist schon, und eben auch mit den Nachbarskindern, wir haben sie so fein gehabt, ja, wohl. Und was hat dich dann aus diesem Paradies nach Wien verschlagen? Also ein bisschen schon mein Bruder schuld, der hat da studiert. Da war ich schon das erste Mal mit 12 da, eh mit meinem Papi, und dann habe ich die Stadt gesehen und ich habe mich verknallt, eigentlich schon. Obwohl ich dann auch lange gebraucht habe, als ich da hergezogen bin, um zu sagen, ja, ich komme da an, ja, das dauert dann schon eine Weile, aber ich habe mich in die Stadt schon verknallt und bin sehr verliebt in Wien. Und dann war es halt so, dass ich alleweil mehr gespürt habe, dass ich gerne Schauspielerin werden will. Und das Reinhardt-Seminar war dann halt so etwas, wo ich mir gedacht habe, ja, das möchte ich halt unbedingt probieren. Und dann habe ich es halt probiert, dann hat es erst überhaupt nicht funktioniert, haben sie mich nicht gewählt. Weißt du warum? Oder wird das gesagt? Ja, ich war einfach nicht gut und ich habe mich auch nicht gut vorbereitet, muss ich im Nachhinein auch sagen. Vielleicht auch, weil ich vom Ballett komme und dachte, ja, das schaffe ich schon. Ich bin jetzt nicht so groß, das mache ich irgendwie, ja. Springe umeinander. Aber für mich war es ganz gut, dann habe ich ein Jahr lang studiert und war da in Wien und dann andere Sachen gemacht, dann auch getanzt noch viel. Und dann habe ich es noch einmal probiert und dann habe ich das Glück gehabt,
dass es geklappt hat, ja. Wie ist es? Dir ist total wichtig, mein Herz. Und natürlich mir als Wienerisch Sprechende geht das Herz auf. Du sprichst Dialekt. Ja, ja. Du sprichst gern Dialekt. Du magst es total. Du findest auch andere Dialekte total wichtig und schön, dass das gesprochen wird. Voll. Wie geht es dir da als Schauspielerin damit? Also quasi, war das auch irgendwas? Man hört dann noch schon ein wenig, dass sie aus... Ja, das hört man schon, ja. Aber nein, ja, also mir an der Schauspielschule war es so, eine Sprechlehrerin wollte man das verbieten, 2 Jahre lang. Aber verbieten ist das Falsche. Sie hat gesagt, redest halt einmal kein Dialekt mehr. Aber das ist einfach nicht gegangen. Ich hätte jetzt nicht mit meiner Mama... Also die hat gemeint, du sollst überhaupt versuchen... Ja, also Hochdeutsch auch mit meinen Eltern sprechen, das ist nicht gegangen. aber beim Spielen muss man wirklich aufmachen. Ja? Und die haben oft am Anfang nicht so als Barriere das schon gespürt, ihnen wirklich viele Rollen im Dialekt für mir angelernt, um dann um mich zu hupfen. Das ist super. Ja, das habe ich wirklich. Also, und ich finde es auch interessant jetzt, dass die Stimme verändert sich auch, je nachdem, in welcher Sprache man redet. Das spürt man auch, wenn man auch anderen Sprachen zuhört. Die Stimmen sitzen woanders. Und das war natürlich auch, also ich habe schon so Übungen gemacht, dass ich aus dem Dialekt dann um mich rutscht und langsam ins Deutsch so, ja. Das Schöne ist natürlich, dass du eine bist, wo man immer das Gefühl hat, ja, da kommt ein Sonnenschein bei der Tür herein, ebenso wie der Balfred auch gesagt hat, der freut sich total mit dir, drehen alle, mit dir bis jetzt geredet, wenn ich immer, die Gerti. Also gibt es irgendwas Kratzbürstiges an dir? Ja, sicher. Also müssen wir jetzt mein Mann einladen. Das muss ja privat dann sein. Damit genau. Nein, ich kann auch schon in der Arbeit. Ja. Also wohl, nein, das ist schon, also wenn, ich kann auch, also ich bin manchmal auch so, dass wenn mir etwas nicht passt, also so geht es auch. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das kratzbürstig ist. Ich versuche schon, also ein, zweimal ist mir es nicht gelungen, das jetzt sagen. Aber, du kannst nicht ein, zweimal sagen, andere Leute haben nicht nur Finger verweint. Nein, also ich kann auch schon, ich kann auch anders, ja. 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 Du möchtest aber, weil du gesagt hast, dass du als Kind gern alles werden möchtest. Was stimmt, ja, wirklich, was, ja. Wahnsinn. Ja, was du ja jetzt bist, oder? Ja, als Schauspielerin, das ist perfekt, ja. Da kann man einfach alles sein, ja. Gibt es Rollen, die du ablehnst, weil du sagst, ich möchte zwar alles werden, aber die nicht? Habe ich jetzt Rollen, die ich ablehne? Nein, eigentlich nicht. Weil ich finde ja, gerade wenn man was nicht will, auch beim Spielen, ist es ja eigentlich ein Spannendste sozusagen, ja. Also wenn einem etwas schwierig erscheint, ja, also wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob ich das verstehe, und dann wird es ja eigentlich interessant, weil es geht ja darum, das dann zu verstehen. Was ja bei deiner Rolle, bei den Vorstadtweibern so war, oder? Das geht mir auch voll. Ja, das geht mir aus. Ja, voll, ja. Die also bei der Maria war es schon so, dass du am Anfang gedacht hast, so Leute gibt es doch nicht, wieso ich... Nein, ernsthaft. Ja. Ich habe wirklich gemeint, so jemand gibt es nicht. Nein. Und die war hochnäsig, weil es gibt Leute. Ja, aber weil ich sie eben auch so live von außen gesehen habe am Anfang beim Lesen. Und, beim zweiten Lesen, dritten Lesen, und Sabine Derfling hat mir voll geholfen. Weil sie hat wirklich so mir einen Kosmos eröffnet. Und das ist dann auch wirklich so, wenn man, und das ist ja bei jedem Menschen so, ja, wenn man dann weiter schaut, dann versteht man ja auch vieles. Und warum der Mensch dann auch so geworden ist. Und das war eigentlich das Schöne dann auch bei der Maria Schneider. Ja, die hast du dir angeeignet. Ja. Du bist da ganz fremd war am Anfang. Nein, ich habe gesagt, es hat da Szenen gegeben. Ich meine, ja, und die war in Eppern, wo ich gerade das Drehbuch gelesen habe, und alles an meiner Mama gegeben. Und dann war ich bei uns beim Beck und ich habe mir gedacht, oh Gott im Himmel, ich werde nie wieder da irgendein Schüttelbrot einkaufen können, weil wenn die sehen, was ich da alles dann tue. Aber es ist anders gekommen. Die Leute waren total lieb und haben das alles total offen und ja, aufgenommen. Ja. Du bist ein wahnsinniger Fan, musikalisch von? Roland Kaiser. Ja, seit wann? Seit ich klein bin. Wirklich? Ja, wir haben so kleine Bergel daheim, also eine kleine Weinlaube, und da, die werden von so Seilen, sagen wir, getragen, und ich habe in Roland Kaiser auch gemalt und oh, geknutscht. Es ist wahr. Also das war eine Liebes... Es war Liebe, ja. Ah, also, Wahnsinn. Ja, das war schlimm. Ja, also ich bin wirklich ein Fan. Kennst du ihn jetzt persönlich? Nein, bis noch. So arg ist das. Das ist ja super. Nein, wirklich nicht. Also ich bin wirklich ein Fan von Roland Kaiser. Ja. Ja.
Also ich auf meiner Hochzeit ist ja auch Roland Kaiser deswegen gesungen worden. Siehst du? Und von meiner Trauzeuge. Ich finde das wirklich, also als Kind, das ist dann wieder weggegangen und so, aber ich finde, ich weiß auch nicht warum, das ist dann so, also das war einfach so, ja. Du hast ja deshalb ein Roland-Kaiser-Lied ausgesucht. Ja, ja. Du hast ein Roland-Kaiser-Lied ausgesucht, was wahnsinnig gut zu dir passt und wahnsinnig gut in die Zeit passt. Ja. Und ich freue mich irrsinnig, dass wir das jetzt singen werden. Ich freue mich auch wirklich voll. Ja. Damen und Herren, Gerti Drastl! Doch ich bin nur eine von vielen. Und diese Welt ist wunderschön. Nimm meine Hand, dann sind wir zwei. Wir schießen höchstens am Ziel vorbei. Denn ich bin ein Träumer, einer von vielen. Und ich sehe weiße Fahnen wehen. Wenn eine Gitarre so anfängt und man weiß zu Hause entweder sofort welcher Lied oder das habe ich zumindest schon einmal gehört, dann kann man von einem Hit sprechen. Hier in Österreich spricht man dann eher von Gassenhauer oder von einem Volkslied. Ja, das ist
auf alle Fälle dem Volke abgeschrieben und zum Volke wieder hingebracht. Ein Lied, das Sie sicher schon wissen, was ist. Der Herr, der dieses Lied verfasst hat und Ihnen näher gebracht hat, ist einer, der eigentlich ein Tausendsasser ist. Wenn man sich mit ihm unterhält, gibt es eigentlich kaum was, was er noch nicht gemacht hat. Kreativ nämlich. Und das Schöne ist, er ist heute da. Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem großen Applaus Christopher Seiler! Bitte. Lieber Christopher, ich möchte dich gleich mit deinem Gegenstand konfrontieren, weil sonst wird er uns schimmlert. Ist oder was? Na, hast du eine Idee, auf welche Geschichte wir mit diesem Baguette anspielen könnten? Ich kann auch kleine Hinweise geben, wann nicht gleich der Groschen vollert oder was. Ich nicht schon wieder aufgeführt. Nein, das ist niemand über die Französisches? Rübe. Ja, etwas Französisches. Die Zoe hat einmal Heimkommens gesungen, oder? Nein, ganz. Es hat was mit dir zu tun. Du hast einmal ein Baguette in Händen gehalten. In zittrigen Händen, habe ich gehört, als kleines Kind. Ah, ja, im Theater. Da habe ich einen Franzosen gespielt, ja? Ja. Und damit man weiß, dass er Franzos ist, was der Baguette heute. Das verbinden uns beide, Gerti. Ja? Also nicht das Baguette, sondern. Nein, ja. Voll. Da bin ich mit zittrigen Händen gestanden mit dem. Ja, ich habe einen Franzosen mimen müssen, aber einen Franzosen, der nicht Französisch spricht. Okay. Das war viel. Wie alt warst du da? Das war so Volksschule? Oder war... Nein, das war eher schon so mittel, aber erste Klasse. Das war ein Abschlussprojekt und da war gerade, das hat Kassen Comenius oder so. Das hat irgendwas mit Europa zu tun gehabt. Deswegen war halt der Spanier neben mir und ich war halt der Franzose. Und nehme mir das Sepp aus Österreich, warum auch immer. Ich war der mit dem Baguette. Und weißt du, warum ich mich dann so gefreut habe? Weil ich ein Camembert-Fan bin und die Lehrerin uns dann dieses Baguette hinter der Bühne zum Verspeisen gegeben hat mit so einem ranzen Camembert. Camembert. Der kleine Christopher hat ihn. Da ist meine Liebe für Schauspiel dann hervorkommen, wegen einem Camembert. Dem glaube ich aber bei jedem Dreh, es gibt einen Käse. Vielleicht gibt's haben wir dann auch, weil diese Wurstplatten immer. Ja, Wurst- und Käseplatten. Die stehen aber meist schon Wochen. Also ja, die sind so oft hier. Bei Käse sehr gut. Ja, bei der Wurst. Schinken eher schlechter. Unter Regenbogen. Käse? Ja, wunderschön. Ah. Das glänzt dann auch so herrlich. Nein, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Aber nicht gleich war der Christoph quasi auf, ich will Schauspieler werden, sondern kurzfristig hast du auch einen braven Beruf erlernt. Ja. Du bist gelernter Verwaltungsassistent. Verwaltungsassistent. Frag mich nicht, was der eigentlich zu tun hat. Das hast du die ganze Zeit nicht gewusst eigentlich damals, ne? Nein, wirklich nicht. Nein, weil dort, wo ich das gelernt habe, das war auf Magistrat in der Neustadt, bist du verschiedene Stationen durchgegangen. Und bei einer Station habe ich ganz einfach die roten Teppiche gelegt. Unter anderem für den Karl Merkatz, dann ist meine Liebe für Schauspiel nämlich wiedergekommen, weil der so mit getadelt hat. Also nicht getadelt, auch nicht geadelt, er hat so ein braver Bub ist. Wirklich? Wenn man denkt, wenn ich die Geschichte ein bisschen anders dazu irgendwann. Dann kommt man auch gleich und sagt, ein guter Schauspieler bist du. Ja, weil du tust eigentlich gar nichts, du tust nur so. Nein, aber eben, ich muss ja sagen, ich habe ja den braven Buben gespielt. Somit war meine Performance... Perfekt. Gerti konnte das ja besser spielen, glaube ich. Ja, ich war. Ja. Auf Französisch auf alle Fälle auch schon gelernt. Ja, wunderschön. Aber diese Verwaltungsgeschichte hast du länger gemacht und du warst, das habe ich auch spannend gefunden, was dich eigentlich gleich in der Geschichte, finde ich, wahnsinnig gut charakterisiert. Du warst Gewerkschafter. Ja. Und hast dich eingesetzt für deine Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Und ich habe es sehr sympathisch gefunden, warum warst du denn dann nicht mehr Gewerkschafter? Weil uns damals versprochen wurde, beziehungsweise mir als Vertreter, dass meine Kollegen alle nach Abschluss der Lehre behalten werden. Dem war dann nicht so. Ich glaube, die hätten dann mich behalten und noch zwei oder so. Und daraufhin habe ich gesagt, Kinder, pass auf, dann habt ihr irgendwas nicht verstanden oder so an der Idee von Gewerkschaft. Und habe gesagt, das brauche ich nicht und gehe. Bin dann sowieso zum Bundesheer gegangen. Wo ich eigentlich eine Gewerkschaft brauchte. Aber du hast schon mit so ein bisschen an, das gefällt mir nicht, ich kündig. Mache ich immer. Also ich bin ein Mensch, der, wenn er spürt, er macht was,
wo er nicht mehr hundertprozentig dahinter stehen kann, dann gehe ich. Vielleicht sage ich vorher noch für ein bisschen ein Radar, weil ich komme ja auch nicht von irgendwo her. Aber hinterm ist Gleichzeichen ist meistens, dass ich gehe. Ja. Und das Bundesheer? Was heute nicht der Fall ist. Ja. Nein, das hoffe ich doch. Es gibt auch keinen Grund dafür. Genau. Das Bundesheer hat da dann, manche sagen ja dann, wenn sie im Bundesheer war, ich weiß ja nicht, ich bin ein Mädchen, also eine Frau, ich war nicht beim Bundesheer. Ja. Manche sagen dann nach dem Bundesheer, das hat mir eh nicht geschaut. Andere sagen, da habe ich saufen gelernt. Ja, aber der Mensch sagen, an sich sagt immer, wenn er in Scheiß, also ich rede jetzt aus dem Volk außer, wenn er den Scheißdreck dann hinter sich hat, sagt er immer, das war eh nicht schlimm. Aber wenn er im Scheißdreck drin ist, sagt er das nicht. Ja. Aber geschaut hat es mir sicher nicht. Ja. Das war eigentlich ein gutes Trinken haben wir gelernt. Du wolltest aber auch Astronaut werden. Ich wollte alles werden. Feuerwehrmann. So wie die Gerti vorher gesagt hat. Ja. Ich wollte ja immer schauspielen, weil ich so viele Sachen machen wollte. Aber nicht wirklich machen wollte, sondern nur so tun, als Star das machen. Eigentlich ein Geschäftel Huber, der halt immer so tut, als Star, aber das mache ich heute noch. Viele Leute glauben, ich singe nicht. Ich tue ja nur so. Parallele gibt es jetzt auch irgendwie, weil sie war mit dem Papa auf der Bühne dann letztendlich und du hast mit dem Papa zusammengearbeitet auch eine Zeit. Wie funktioniert das? Da ist die Firma, damals, wo mein Vater beschäftigt war, ist der Chef in Pension gegangen und ich habe die Firma quasi übernommen, weil ich ja, jetzt weiß ich ja, für was ein Verwaltungsassistent gut ist, einen kaufmännischen Beruf dadurch erlernt habe und die Firma heute aber noch habe. Ja. Du bist nur immer. Ich bin nur immer. Und der Papa arbeitet für dich? Genau, nein, nicht für mich, der Papa arbeitet schon für sich selber, also ich rede da überhaupt nichts rein. Ich bin ja fast nicht da. Es wieder checkt, noch. Du bist der Papa. Genau, ich spüre den Geschäftsmann. Auch das wieder. Wenn das Finanzamt besteht. Ja, ich tue nur so, wenn ich was verdient wird. Und die Mama war so eine klassische Hausfrau, oder? Meine Mutter ist eine der, ist der Vater auch bodenständiger, also überhaupt meine Familie ist sehr bodenständig, aber meine Mutter ist so der wärmste und gutherzigste Mensch, so den ich in meinem Leben gehabt habe. Und ohne meine beiden Eltern hätte ich das nie gemacht, also hätte ich diesen Karriereschritt so nie gewagt, so, den ich dann auch gemacht habe. Weil ich glaube schon, dass es sehr schwer ist für viele Menschen, wenn sie am Anfang hast, das ist ja kein Beruf, was du da machst. Und der glaubt, der wird das da und was weiß ich. So. Aber die haben immer an mich geglaubt, die haben mich immer unterstützt, sofern es ihnen möglich war. Und ja, ich kann nur Gutes berichten, Gott sei Dank. Ja, das ist also wir haben zwar nie viel Geld gehabt, so. Ja. Aber die Liebe war da. Lieb habt ihr euch gehabt. Genauso Liebe heute noch. Siehst du das? Und die Kabarettfigur, war das von Anfang an die Geschichte, wo du gemerkt hast, warte, ich kann ein bisschen sich leid. Du hast einmal gesagt, du kannst Leuten schlecht zuhören, aber offensichtlich kannst du Leute gut zusehen, offensichtlich. Also, Menschen, die ich mag, also wo ich Empathie dafür empfinde, denen höre ich irrsinnig gern zu. Menschen, die nicht leiden kann, denen, warum soll ich denn zuhören? Aber ich merke mir trotzdem was an dem. Nämlich das Schlechte, das nehme ich dann und passe dann in eine Figur ein. Weil jeder Mensch hat was zum Sagen. Es ist so. Auch wenn er auf Deutsch gesagt der Arschloch ist. So. Aber dann ich möchte keinen Menschen in mein Leben lassen, dass er nur schlecht ist. Weißt, dann nehme ich mir was Positives aus und denke mir, hey cool, du bist zwar Arschloch, aber du hast mich genutzt, danke. Und die Kabarettgeschichte war aber schon das Erste dann, so richtig? Ja. Also war es jetzt nicht die Schauspiel? Das war das Erste deswegen, weil es nicht viel braucht. Ich möchte jetzt auch absolut keine Kabarettisten, wir sehr viele Großartige haben. Und ich war ja nie ein Kabarettist in dem Fall. Aber es ist am schnellsten gegangen. Und damals durchs Internet eben habe ich am schnellsten Bekanntheit dadurch erlangt. War aber nie so das, wo ich mich wirklich da angefühlt habe, weil das war dann die Musik. Und das war so schon immer, weil ich schon immer Gedichte geschrieben habe. Ich habe schon immer Lieder eigentlich geschrieben. Und tue ich heute noch. Und das tue ich wirklich. Du hast aber deine Kabarettgeschichten nicht nur im Internet gemacht, sondern du bist da aufgetreten als Ding. Und der Horvath. Aber an unkonventionellen Orten. Ja, ja. Wo? Nee, im Simpel habe ich nicht gespielt. Oder ja, so. Ja. Wo warst du? Naja, da hat es auch irgendwo ein Zeltfest gegeben und die haben das Zelt schon an der Gefuhr aufgebaut. Und dann haben wir gedacht, was machen wir? Naja, der ist ziemlich günstig. Und den stellen wir dort rein. Ja. Und da war, habe ich einmal gelesen, was diese Figur des Horvath, der also sämtliche jungen Leute seit Jahren, der Horvath, da habe ich den noch gar nicht kennt. Also das war wirklich in dieser, das ist richtig hochgebrodelt. Und du bist dann irgendwann draufgekommen, du brauchst überhaupt nicht Kabarett spielen, weil sie wollen eh alle nur ein Horvath zeigen. Genau. Und das ist ja dann auch verloren. Es ist aber, bei den meisten Auftritten ist das gar nicht verstanden worden, was ich da gemacht habe.
da sind in der ersten Reihe Leute geguckt, die, also die, waren, die haben ihr Mittagessen quasi schon da am Leiberl dran, so designermäßig, weißt du? Und haben mich so angeschaut. Und nach eineinhalb Stunden, halt, wie ich dann mit Harvard gekommen bin, ich also, da denkt, das ist Reborn von dem Typen. So. Was sind wir jetzt, Kollegen? So, was ist aber das Musikalische war von Anfang an auch wichtig, weil du eben deine Texte immer geschrieben hast und immer Musik gemacht hast. Du hast gerappt als ganz Junge. Ja. Ja. Tue ich heute noch, Inspektor. Eigentlich nichts anderes. Eigentlich Sprechgesang. Ja. Aber Rap war auch so. Das war die einfachste Form. Ja. Du hast keine Musiker gebraucht, gar nichts. Du hast ein Computerprogramm gebraucht und du warst schon da. Warst schon der Rapper. Genau, du hast auf eine CD brennt und dann hast du das drei Leute gegeben und du hast geglaubt, du hast da gut einen Schallplattennamen. Ja, so war das. So bin ich durchs Dorf damals gegangen, durch Wöllersdorf. Ich bin so ein Rapper. Haben sie vielleicht nicht so gesehen, aber. Aber für die war es klar. Es war ja so lustig. Also ich habe damals so die Rohlinge. Mhm. So, habe ich mal in einem Bilderrahmen eine. Und die habe ich mir halt hingekriegt ins Zimmer und so, da war das mal gut an der Schallplatte. Ja, aber das hat man schon ein bisschen ein Bewusstsein, wo man hin will. Ne? Ja, aber zu dem Zeitpunkt, ich habe mir eingekriegt, das ist eine. Also ich wollte dort nicht hin. Ich bin schon dort. Was dann mit heimkommst, ja auf alle Fälle funktioniert hat. Was dann funktioniert hat und dann habe ich das Feeling gar nicht mehr dafür gehabt, weil ich habe schon geglaubt, naja, die zweite Goldene, die ist dann nicht mehr so. Die brauche ich nicht mehr. Ich habe ja schon eine, die habe ich mir selbst gebastelt. Aber heimkommst, wir haben es eh gespielt, das ist dann schon was natürlich ein paar Jahre alt, aber hat das Gefühl, das bleibt und das ist schon ein Türöffner gewesen. Und aber da musst du was nachschießen, sonst bist du dieses One-Hit-Wonder. Da stützt man jetzt noch nicht ab, keine Ahnung, aber die würde mir jetzt aufstellen, weil es ist ein One-Hit-Wonder und es gibt genug von denen, ja? Und das wollte ich nie sein. Weil dann bist du reduziert auf was, dann sagst du, ja, schau, der hat ein Lied gehabt, was wüssten mit dem so im Wirtshaus oder so. Mhm. Deswegen war es wichtig, dass man da dann halt nachlegt und eine beständige Karriere, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, hinlegt. Obwohl du ja darauf bestehst und man nimmt es da auch an, du bist echt so eine gute Seele, dass du Dinge verschenkst. Das hat weniger mit guter Seele zu tun, als blöder Trottel, wenn er besoffen ist. Weil ich schenke alles her, wirklich. Wirklich? Nein, wirklich. Also quasi, wenn man nicht zuhört. Ich habe mir, das ist ungelogen, die Geschichte, ich habe mich auf Tournee. Das war kein Bülliger, es war jetzt kein Rolex oder so. Ich glaube, ein Breitling, so einem 3000er. So irgendwas, diese Preisspanne, da war es 2000, irgend sowas. Ja. Mir gekauft, dann habe ich gespült. Bei der Aftershow war ich betrunken und habe die Arbeit da und irgendeinen Fan in und gesagt: Da, gefreut dich, servus. So. Und am nächsten unglaublich, ich kann mündig, wenn ich betrunken bin. Ich verschenke alles, ich habe Schuhe hergeschenkt, alles. Es kommt der Zeit, dass ich noch gerade heimkomme, wenn ich. Das ist unglaublich. Du gehst ja mit keine Sparbücher weg, oder was steht da das vor? Haus weg, alles weg. Aber da sagst du so, weil betrunken kommt nicht nur der liebe Christopher, der alles verschenkt, sondern da gibt es ja den anderen auch. Also quasi, du kennst. Der verschenkt dafür, aber watschen halt dann. Ja. Teilt er aus. Nein, ja, aber den habe ich mittlerweile sehr stark im Griff. Ja. Weil ja, das, ich sage immer, der 30er, so, wenn du einen Dreier dann davor kriegst. Der Alexander Biesens hat das an mich großartig gesagt. Der hat gesagt, du kannst mit 25 deppert sein, du kannst mit 29 deppert sein. Aber wenn du mit 30 noch ein Trottel bist, dann hast du wirklich einen Schuss. Mhm. Und den habe ich nicht. Also schon, aber nicht in dieser Art und Weise. Bei einem anderen Interview, was jetzt schon durchgeklungen ist, finde ich, wenn du so sprichst, hast du gesagt, du kannst auf gar keinen Fall Kinder haben, weil du musst ständig weinen, wenn irgendjemand was Schlimmes passiert oder wenn du was verbieten müsstest. Nein, weinen muss du ich nicht. Du würdest das nicht aushalten, quasi da. Ich kann nicht sagen, wenn es nämlich an Drecke geht, das geht nicht. Das haben wir jetzt gehabt, zum Beispiel in dieser in Corona-Phase. Wo ja viele kleine Musiker, die sind im Stich gelassen worden. Und da haben wir halt gesagt, wir geben von uns selber also dort 500 und dort und so und helfen einer so. Ich kann es einfach nicht sehen. Und ich kann auch nicht was genießen, ich leiste mir nicht viel. Aber ich könnte mir nicht einmal eben keine Uhr oder so kaufen, auch wenn es so günstig ist, wenn ich weiß, der nehme ich kann nicht einmal herzen. Was ist das? Das kann ich menschlich nicht. Und deswegen wäre ich vermutlich diesen Aspekt gesehen ein schlechter Vater, weil mein Kind braucht nur traurig schauen und. Und du darfst schon reden. Und ich kaufe einmal eine Uhr, die was er dann im Kindergarten auch verschenkt. Weil der wird ein Papa. Ganz oder da weiß Papa. Ich nicht. Ja, genau. Ja, ganz wie der Papa. Aber dieser Erfolg und wo du herkommst, das hat, das, also ich habe das Gefühl, du bist wahrscheinlich auch vor 10 Jahren so gewesen? Nein? So vom Wesen her schon, aber man verändert sich, man wird halt professioneller. Und wir waren ja die Anfangszeiten von Sein und Sperr absolut nicht professionell, was das Live-Spielen betroffen hat.
wie gesagt, wir haben die Aftershow-Partys, also Aftershow-Partys immer vor dem Auftritt schon gemacht. Dementsprechend haben wir gespielt. Wir haben einmal geschenkt gekriegt, haben in Kufstein gespielt, Open Air, diese Festung, also wie viele tausende Leute. Und da hat uns vorher geschenkt gebracht, eine Flasche Absinth. Aha. Und dieses Zeug, es ist kein Wunder, dass ich dieser Van Gogh das Ohr abgedreht hat. Ja. Der hat sich wahrscheinlich selber nicht mehr zuhören können, der Typ. Drum hat er sich gekehrt. Das war Wahnsinn. Und das hat man dann irgendwann aufgehört und heute trinke ich keinen Tropfen von Auftritt. So. Ich freue mich jetzt, euch Fragen zu kredenzen. Also nicht ich, sondern der Herr, der euch hier hereingeführt hat. Okay. Denn es wird die Fragen des Publikums geben. Mhm. Es kommen die Denkzettel. Lieber Herr Thomas, bitte sehr. Was machst du da? Was? Ach gut, na. Ja, auch das muss sein. Ach gut. Ja, schau. Ja. Das ist sehr, sehr freundlich, aber danke sehr. Danke sehr. Die Denkzettel, bitte. Bitte sehr, danke. Schau. Dieses Mal extra so geschrieben, dass es auch die Birgit lesen kann. Okay. Herr Seiler, waren Sie einmal arbeitslos oder beim AMS? Ja, 6 Monate. Ja, siehst du das? Schlutzkrapfen oder Schinkenfleckerl? Schlutzkrapfen. Welches Tattoo bereuen Sie, wirst du gefragt? Gibt es sowas? Eigentlich nicht, obwohl ich fühle hässlich habe. Aber ich denke mal, so wie im Leben Schicksale sind, so passieren auch Tattoos okay. bei mir. Ja. Die muss man dann mit Würde tragen. Du musst alles im Leben mit Würde tragen, weil sonst bist du sowieso der Gemeinde. Welche Ausrede funktioniert immer? Oh Gott. Ich weiß von nichts. Okay, ich merke schon das. Kabarett oder Konzert, was magst du lieber? Dann ist es doch fast ein Konzert, was wir jetzt vorhaben, oder? Du hast ein Lied ausgesucht, ja. Weil wir ja die Leute nicht singen lassen aus ihrem eigenen Oeuvre, sondern von was gern singen wollten irgendwann. Ja. Was hast du ausgesucht? Kurt Ospan, Jede Nacht um die Zeit. Kein leichtes Lied. Das muss man schon mit einer. Wunderschönes. Wunderschöne Lieder sind nie leicht. Ja, und wir freuen uns. Hätten wir Hey Baby da oder was? Nein, bleiben wir bei der Sendung. Bleiben wir bitte bei der ersten Frage. Nein, ich hätte das erste. Okay. Damen und Herren, großen Applaus. Christopher Seiler! Jede Nacht um die Zeit spiel ich am Tisch so weit. Einmal bin sie und vielleicht du. Dem Sog zu ihr war's nicht weit. Vor ein paar Jahren, da hat's ein Geld. Der war für sie ihr ganzes Leben. Was nimmer da ist, das sucht. Jede Nacht um die Zeit. Jede Nacht um die Zeit. Ist ein Lasse, halb Sorg zu zweit. Doch ein Name wird nicht gefunden, von dem das Härte haben begehrt. Wann's redet von der großen Liebe, stößt mit dir und nimmt die Hand. Sie braucht an, der nicht viel froh.
jede Nacht so um die Zeit. Macht das Licht aus, wer's erstört. Sagt halt mir, man vielleicht dir, dass was genauso bist wie zu Gast haben. Nein, es war ein wunderbarer Abend. Ich hoffe, Sie haben auch ein Herzerl daheim. Da kann nichts mehr schief gehen. Wir bedanken uns vor allem bei Gerti Drassel. Komm zu uns, Gerti, komm zu uns. Runde das Bild der Herzerl ab. Großen Applaus fürs Herzerl, Christopher Seiler. Einen großen Applaus für deshalb wollen wir Ihnen jetzt dann immer Stern und schalten Sie den Fernseher ab. Nein, schauen Sie natürlich ORF3 weiter, aber tanzt dazu irgendwas Nettes, was Ihnen jetzt gerade spontan einfällt. Ich freue mich sehr, mit diesen zwei noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Das gönnen wir uns. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Birgit Denk und ich sage auf Wiedersehen.